Willkommen zur zweiten Folge von Auf den Punkt zur UB-Wahl 2020 in Stuttgart. Und heute begrüßen wir bei uns im Studio Martin Körner von der SPD. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Rau. Guten Morgen. Wir starten gleich. Ich erkläre noch mal kurz die Spielregeln. Sie bekommen 5 Thesen und haben jeweils 30 Sekunden Zeit, darauf zu reagieren. Sollten Sie das nicht schaffen, wir haben hier vorbereitet einige eher private, vielleicht auch manchmal etwas gemeinere Fragen. Das heißt, Sie müssten dann in den sauren Apfel beißen und eine ziehen. Ist das soweit für Sie in Ordnung? Ich bin gespannt und mache das mit, was Sie mir sagen, ja? Wunderbar, dann legen wir einfach mal los, Herr Körner, mit der ersten These. Und die lautet wie folgt: Stuttgart braucht die 1 Milliarden Euro teure Oper. Wie reagieren Sie darauf? Die Oper, das große Haus am Eggensee, müssen wir sanieren. Sie ist jetzt 100 Jahre alt, da kommen wir nicht drum rum. Und wenn man die Technik von heute da reinbringen will und das Gebäude in Schuss bringen will, dann kostet das verdammt viel Geld. Ich finde, es muss nicht 1 Milliarde kosten. Wir können das vielleicht auch ein bisschen preiswerter hinbekommen, aber dass das viel Geld kosten wird, das ist so. Und ich glaube, dass Stuttgart das braucht. Es gibt wenige Institutionen, die für Stuttgart fast weltweit stehen. Wenn unsere Balletttänzer in Japan sind, sind das Helden. Und da müssen wir schon auch was investieren. Ja, Sie sind etwas drüber über die Zeit. Von daher freuen wir uns doch gleich. Sie dürfen einmal ziehen und die Frage dann auch vorlesen. Gut. Welche Note geben Sie der Politik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann? Tja. Gleich mal spannend. Schwierige Frage. Also wenn ich das beantworten darf und dann auch die Note geben darf, ich würde so sagen, er trifft den Ton des Landes wie kaum jemand anders. Ich finde, er ist der Landesvater par excellence. Was ganz also konkret, 1,0 oder? Was ganz konkret politisch dann passiert, ist mir deutlich zu wenig, deswegen 3+. 3+, alles klar. Der Ministerpräsident freut sich hoffentlich über diese Note, wobei noch etwas Luft nach oben ist. Und wir machen weiter mit der zweiten These. Den Wohnungsmarkt in Stuttgart kann ein Oberbürgermeister nicht wesentlich beeinflussen. Falsch. Ich finde, ein Oberbürgermeister kann da eine Menge tun. Das zeigen andere Städte. Wichtig ist, dass der Oberbürgermeister das als Chefsache versteht, weil es aus meiner Sicht die zentrale soziale Frage dieser Stadt ist, dass Leute mit normalen Einkommen hier noch eine Wohnung finden. Und wenn er das zur Chefsache macht, hat das auch Konsequenzen dafür, wie die Verwaltung arbeitet und zum Beispiel, dass Wohnungsbauprojekte schneller umgesetzt werden können. Herzlichen Glückwunsch, Sie waren sogar innerhalb der 30 Sekunden und wir machen weiter mit der dritten These. Und die lautet wie folgt: Stuttgart ist keine Fahrradstadt. Ja oder nein? Doch, Stuttgart ist eine Fahrradstadt. Ich selber fahre jeden Tag, in der Regel jeden Tag mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike allerdings. Ich gebe es zu, mit Unterstützung. Und das ist für mich das perfekte Verkehrsmittel. Und wenn ich mir anschaue, was los ist beim Fahrradfahren, dann hat sich in den letzten 5, 6 Jahren dort schon sehr viel getan. Es sind viel mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Doch, ich würde schon sagen, Stuttgart ist auch eine Fahrradstadt. Trotz der Hügellage. Trotz der Hügellage, weil da mit dem Elektromotor vieles möglich ist und weil immer mehr Leute sehen, dass das ein gutes Verkehrsmittel ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch andere Verkehrsmittel brauchen. Ich finde zum Beispiel, wir brauchen den besten Nahverkehr, den Deutschland zu bieten hat. Da gehen wir dann auch in unserem zweiten großen Interview noch länger drauf ein. Ich hatte eine Nachfrage gestellt, deswegen sind wir über die 30, von daher, es ist freiwillig. Würden Sie eins ziehen oder? Ich ziehe eins, klar, das sind ja spannende Fragen. Der beste Song Ihres Lebens. Boah. Also ich höre momentan unheimlich gern Leonard Cohen. Eine Legende, die vor, jetzt weiß ich nicht, 1, 2 Jahren gestorben ist. Und da finde ich am allerschönsten Suzanne. Vielen Dank für die offenen Worte. Wir würden es jetzt gerne einblenden oder würden Sie einfach eine kleine Gesangsprobe zum Besten geben? Von dem Lied jetzt oder was? Von dem Lied. Kannst du auch ein anderes Lied? Oh. Wir können auch was anderes anstimmen. Das Lied jetzt zu singen, finde ich, ist echt zu schwer. Ich singe total gerne. Boah, was können wir denn jetzt singen? Es reicht auch der Refrain. Michelle, my bell, someday, da, 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 go together well. Das war's. Wunderbar. Für diese Gesangseinlage hätten Sie noch ein paar mehr Stimmen bei der Wahl verdient in jedem Fall. Okay, danke. Vielen Dank fürs Kompliment. Dann gehen wir direkt weiter in die vierte These. Sie müssen auch nicht singen in diesem Fall. Ja, sehr beruhigt. Ein kostenloser ÖPNV-Tag, beispielsweise an einem Samstag, wäre gut für die Umwelt und würde dem Einzelhandel in Stuttgart helfen.
Genau so ist es. Ich finde, wir sollten das machen. Andere Städte haben das vorgemacht, dass das Geld kostet, ist klar. Aber wir müssen gerade jetzt den Handel stärken, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Außenbezirken. Und wir müssen auch dafür werben, mit Bus und Bahn zu fahren. Deswegen finde ich das eine gute Idee. Wunderbar, herzlichen Dank. Sie sind auch innerhalb der Zeit geblieben. Sehr gut, wir kommen zur fünften These. Das Clubsterben in Stuttgart ist ein Alarmzeichen für die Attraktivität der Landeshauptstadt. Das ist so. Die Clubszene gehört auch zur Kultur unserer Stadt, davon bin ich überzeugt. Das ist nicht nur eine private, privatwirtschaftliche Veranstaltung, sondern ist Teil einer lebendigen Kulturszene, vor allem auch für junge Leute. Und dass diese Clubs momentan ein besonderes Problem mit den Corona-Bedingungen haben, ist klar. Ich sage nur ganz ehrlich, die super Lösung habe ich da auch nicht. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Clubs finanziell unterstützt werden. Werden sie jetzt auch. Aber wir müssen uns Hygienekonzepte überlegen, mit denen die Clubs auch mal wieder peu à peu öffnen können. Sie sind etwas über der Zeit, von daher freuen wir uns noch zum Abschluss eine letzte private oder gemeine Frage. Wenn es Stuttgart nicht gäbe, in welcher Stadt würden Sie dann gerne leben? Also ich muss gestehen, Stuttgart ist für mich Heimat geworden, deswegen lebe ich total gerne hier mit meiner Frau, mit meiner 10-jährigen Tochter. Aber eine Stadt, die ich ganz toll finde, ist Hamburg. Schon nochmal eine Millionenstadt am Wasser, übrigens mit einer sehr guten Wohnungspolitik. Und SPD regiert. Und auch noch SPD regiert und mit Olaf Scholz einen hervorragenden Bürgermeister gehabt, jetzt Herr Tschentscher, der das auch super macht. Ja, das ist sicherlich auch ein Argument, stimmt. Ist der Herr Tschentscher ein Vorbild für Sie? Ein bisschen schon. Ist ein ruhig agierender, sehr kluger Mann, der die Wohnungspolitik auch nach wie vor ganz vorne zum Thema macht und vor allem der Stadt, wie ich finde, eine Zukunftsperspektive bietet. Und letzter Satz. Er hat im Wahlkampf einen Slogan gehabt, den fand ich sehr gut, die ganze Stadt im Blick. Und da ist ganz viel drin, was auch für Stuttgart stimmt. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir den einfach kopieren. Aber so einfach wollten wir es uns nicht machen, deswegen haben wir den Slogan nicht übernommen. Aber den fand ich zum Beispiel sehr gut. Herr Körner, vielen Dank für dieses Format und für das Singen insbesondere. Das war's mit Auf den Punkt, Martin Körner. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit Marian Schreier. Bis dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.